Freddy Freigeist ist freiberuflicher Reporter der Geisterzeitung Nachtprophet. Inspiriert durch einen kürzlich gelesenen Reisebericht über das Tote Meer, reist Freddy nun selbst nach Jordanien. Er will die ansässige Wüstenzombie-Kultur kennenlernen und eine Reportage darüber schreiben. Eine Reportage ist ein Bericht, der auf besonders anschauliche und lebendige Weise über ein Geschehen informiert. Der Text enthält sachliche Informationen, gibt aber auch die Eindrücke und persönliche Sichtweise des Verfassers oder der Verfasserin wieder. Freddy verbringt einige Tage unter den Wüstenzombies, die östlich des Toten Meeres in Jordanien leben. Dadurch kann er auf Grundlage von eigenen Erfahrungen und genauer Rechercheergebnisse berichten. Aufgepasst! Anders als im sachlichen und wenig persönlichen Zeitungsbericht wird in einer Reportage das Geschehen viel detaillierter beschrieben. Dazu gehört eine lebendige Sprache, wörtliche Rede und eine möglichst genaue Schilderung von Ereignissen. Eine Reportage muss gut geplant werden. Freddy notiert sich dafür während seiner Recherche Antworten auf folgende W-Fragen. Wer ist beteiligt? Er schreibt über Wüstenzombies. Was geschieht? Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!